Im Winter habe ich ein Refit an der Timebinde durchgeführt. In diesem Video geht es um den Bau der Solarplattenhalterung, der Verkabelung des Bootes und vieles mehr. Zum Ende seht ihr ein Resümee, was bei dem Refit passiert ist. Bleibt dran! Beim letzten Mal sind wir dabei stehen geblieben, dass wir den Tiefenmesser einbauen wollten. Leider hat uns aber ein wichtiges Bauteil gefehlt, womit wir den Deckel hier oben befestigen konnten. Jedenfalls, jetzt haben wir eine Mutter selbst gebaut aus einem Kunststoffklotz, wo wir ein M10-Gewinde reingeschnitten haben. Und fertig ist die Laube, auf Deutsch gesagt. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, ist jetzt auf jeden Fall stabil. Der Deckel kann sich nicht bewegen, innen drin ist noch die normale Schraube. Und dann passt das. Hier zum Vergleich, einmal die Ersatzmutter. Wir müssen jetzt natürlich noch das Kabel verlegen. Wo ich mir jetzt langsam etwas Sorgen mache, ehrlich gesagt. Erstmal muss es aber hier durch. Da haben wir ja schon gut vorgearbeitet und eine Verbindung stehen gelassen. Womit ich das jetzt eigentlich nur durchziehen müsste. Mal sehen, ob das gut funktioniert. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich es nochmal zurückgezogen bekomme. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Das ist schon das Kabel. Was hat denn der gute Werkzeugkoffer hier für uns anzubieten? Wasserpumpenzange kriegen wir da nicht rein. Spaßenzange gucken, wenn ich da super anpacken würde, um das da einfach nur durchzuschieben. Keine Chance. Was haben wir noch für Optionen? Option Nummer 2, wir ziehen es einmal zurück. Und ich mache das ohne das hier und stecke das mit einer Verlängerung durch. Und zwar mit der Wasserpumpenzange. Oder ich finde noch irgendwas anderes. Wir haben es endlich geschafft, das olle Kabel durchzukriegen. Dank unserem neuen Werkzeug, die Grillzange. Wofür ist sie nicht noch alles gut? Wir mussten es zusammenbinden, weil man konnte es natürlich nicht die ganze Zeit so halten. Dabei kriegt man einen richtigen Kamm. Und dann hing ich hier drin und habe das hier so durchgefummelt. Und er musste es vorne mit der Spitzzange rausholen. Super Ding, hat funktioniert. Nun kommen wir zum nächsten Problemthema. Und zwar um die Solarplattenhalterung. Hier an diesem Bügel soll die angebracht werden. Dazu haben wir uns eine Konstruktion überlegt, wie wir das ungefähr sinnvoll so hinkriegen können, dass man trotzdem noch eine bestimmte Variabilität hat, um den Winkel einzustellen, als auch, dass die Möglichkeit noch besteht, ohne viel Kopfstöße die Badeleiter hochzukommen. Die ganze Geschichte wird hieran befestigt. Und hier an diesen Ösen wird noch eine Querstange angeschraubt, wird man gleich sehen, wo denn später die Solarplatte mittig gelagert ist und mit Hilfe von so einem Klemmbolzen verschraubt wird. So, mal her. Lachs. Ein bisschen was fehlt noch, ne? Das sieht gut aus. Ja. Okay. Neu. Rein theoretisch ist es ja auch neu. Extra zum Edelstahl polieren. Na, wenn man es jetzt nicht macht, wenn es angeschraubt ist, macht es ja sowieso auch nicht mehr, ne? Alles fürs Ergebnis. Als nächstes kommen wir dazu, die Solarplattenhalterung fertigzustellen. Und zwar, die Halterung an der Solarplatte muss erstmal integriert werden. Ach ja, dabei erwähnt. Wenn ich vorstellen kann, hier ist einmal Erik Weber. Er hat mir natürlich jetzt ermöglicht, diese Räumlichkeit zu nutzen, um den Refit durchzuführen. Dafür nochmal vielen Dank. Und die nächste Sache ist, er ist ein Bootsfahrschullehrer und bietet derzeit kurzen auch Online-Unterricht an. Ich habe das persönlich auch schon mal mitgemacht und ich muss wirklich sagen, dass ich überzeugt von diesem Online-Unterricht bin. Weil normalerweise denkt man ja, dass ein Online-Unterricht wenig Kontakt zu den Leuten selbst aufbaut. Aber da muss ich wirklich sagen, Respekt daran, denn er hat es wirklich geschafft, dass man dabei selbst auch angesprochen wird und das wirklich Ähnlichkeit zu einem regulären Unterricht hat. Seine Internetseite ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und eins darf ich noch sagen, der Ricardo segelt seit immer 8 ist in unserer Jugendgruppe beim T. Und wir sind total stolz auf alles das, was er hier macht. Oh, danke schön. Jetzt geht es um die Konstruktion der Solarplatte. Das ist eine 100 Watt Solarplatte, wie man
sich denken kann. Man sieht die natürlich nur von dieser Seite. Ich bringe nun hier zwei Querstreben an. Die werden mit jeweils 4 Schrauben verschraubt. Also 2 auf der Seite, 2 auf der Seite. Und die Stange kommt hier in der Mitte. Dazu wird später so eine Klemmverrichtung benutzt. Das ist einfach bloß ein PE-Block. Einmal mit einem 22er Bohrung in der Mitte und mit einem 3 mm Sägeblatt durchgeschnitten, womit man dann natürlich 6 mm zum Klemmen hat in dem Sinne. Und die werden da auch noch mit verschraubt. Sprich, ich darf das noch bohren, die Löcher und diese Stange, da muss ich mir jetzt noch was überlegen, ob man die jetzt auf die normale Länge von 800 schneidet. Denn, wie man hier am Boot sehen kann, die beiden Halterungen dafür sind 800 mm voneinander entfernt. Und ob das jetzt Sinn macht, die Stange länger zu lassen, weil ich möchte ja eine Variabilität haben, dass ich die Solarplatte verschieben kann. Weil sonst, wenn man hier die Badeleiter hochgehen möchte und hier eine Solarplatte ist, könnte das ein bisschen stören. Deswegen ist jetzt da die Frage, ob man das vielleicht so positioniert, dass man hier eine Lagerung hat und hier, weil zu dicht möchte ich die eigentlich auch nicht legen, weil man dann, wenn hier Wind angreift, sich da so ein großes Moment aufbaut, das ist natürlich auch irgendwie suboptimal. Ich wusste es doch. Unrecht. Dann fangen wir mal an. Sieht so eigentlich ganz gut. Der Bohrer wird bestimmt trotzdem bullenheiß. Aber naja. Ich such mal wieder die 40. Yeah. Also der erste war gut, der zweite ist jetzt. Naja. Also ich glaube, es wird schon ein bisschen heiß da vorne an der Spitze. Ja. Schneidölersatz. Wir stellen uns mal die Drehzahl um. So ein etwas älteres Gerät, was aber nicht heißt, dass es schlecht ist. Es wird einfach der Motor gelöst und die Riemenscheibe versetzt. Nee, und der Keilriemen wird versetzt. So. Was war jetzt nochmal mit dem Bohrer? Was war nochmal mit dem Bohrer? Toll. Ich hab's geschafft, den Stumpf zu bekommen. Mit normalen Stein ausgetauscht. Verzinkt die Rostwolle nicht. Hier siehst du Edelstein. Das ist Edelstein. Das ist verzinkt. Siehst du den Unterschied? Ja. Den Farbunterschied? Siehst du einfach nur den Farbunterschied? Mhm. Sieht aus 20 Meter Entfernung. Das sieht man wirklich. Ja. Das ist Edelstein, ganz eindeutig. Das ist verzinkt. Sind wir ziemlich weit gekommen. Ich kann ja mal zeigen, was wir bisher gemacht haben. Das letzte Mal, wo ich gefilmt habe, das ist schon ein paar Tage her. Und zwar, wir haben nun den Wassereinfüllstopfen angebracht. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den, damit die Schrift gerade ist, anzubringen. Es hätte mich getriggert, wenn die Schrift seitlich angebracht wäre. Eigentlich war erst die Überlegung, den schräg anzubringen, damit das Wasser hier besser ablaufen kann. Und eigentlich bin ich auch damit zufrieden, muss ich sagen. Das ist nun für einen Frischwassertank
Dort kann man einen Wasserschlauch einfach reinhalten und dann füllt sich der Wassertank automatisch und pustet sich praktisch auf. Denn es ist nun ein variabler Wassertank angebracht. Das ist ein 100 Liter Wassertank. Das hier wird noch abgesperrt, damit hier noch ein bisschen Fläche als Stauraum bleibt für Pfandflaschen oder ähnliches, weil sonst wäre fast die ganze Bugskiste ausgefüllt. Davon abgesehen muss ich darauf achten, dass auch nicht zu viel Gewicht auf einer Seite ist, sonst steht das Brot die ganze Zeit schräg. Gehen wir mal schnell rein. Und zwar ist das Anklemmen in vollem Gange. Es ist so gut wie alles angebracht. Ja, es sieht jetzt mittlerweile noch ein bisschen aus wie ein Kabelsalat. Ich muss auch gucken, wie ich das am besten ein bisschen ordnen kann. Und die ganzen Kontakte sind halt schon vorhanden. Das Massekabel muss ich nur noch anbringen. Wahrscheinlich geht es bloß in die Phoenix-Klemme ohne Aufsatz, denn so passt es dort leider nicht hinein. In die Masseverteilung. Ohne Masseverteilung kann ich es leider auch nicht ausprobieren. Also ich denke mal, ich werde heute noch sehen, ob das ganze Spaß jetzt hier funktioniert oder nicht. Da müssen die Kabel noch versteckt werden. Hier müsste ich noch ein bisschen aufräumen, da war ich jetzt schon, ja, das sieht man aber schlecht. Also die Kabel müssen hier noch versteckt werden, weil aktuell ist das noch ein bisschen unschön und ich denke mal, ein bisschen Reststauraum in diesem Fach möchte ich schon gerne haben, um wie ich es dann auf dem Tablet oder so verstecken zu können. Hier ist nun noch eine Öse angebracht, damit dieses Holzbrett hier drin nicht mehr verrutschen kann. Das hat nämlich echt stark genervt. Man klettert hier nämlich durch. Wie man sehen kann, kann ich hier drinnen nämlich nicht stehen. Und dann rutscht man hier eine Seite weg, aber fällt fast hin und das ist unschön. So, was gibt's noch Neues? Ah, eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar, man kann es jetzt hier schon in den Schrauben sehen, da hat sich ein bisschen was getan. Ein neuer Gasgrill, den haben wir angebracht. So an sich passt er jetzt auch halbwegs gut rein. Wir mussten bloß die Küche ein bisschen anpassen. Hier haben wir was ausgesägt, weil sonst hätte es echt nicht vom Platz gepasst. Jetzt bleibt etwas weniger Platz für Besteck, aber man hat es eh nicht höher gestapelt als hier. Also ist das nicht sonderlich tragisch. Das Gas muss sonst noch angeklemmt werden. Das stellt dann natürlich vor Herausforderungen, weil der Anschluss, der sitzt hier an dieser Stelle, da kommt jetzt noch ein 90-Grad-Winkel ran. Dann steht der zwar dauerhaft hoch, ist aber auch nicht weiter schlimm. Das wird dann darunter noch ein bisschen befestigt. Und wenn er dann eingeklappt wird, dann kann er wenigstens nirgendwo anecken. Ich habe nun auch einen neuen Gasschlauch angebracht, weil der alte war jetzt mittlerweile 10 Jahre alt. Und musste deswegen auch mal ersetzt werden. Das Druckregelventil bleibt jetzt blöderweise aber gleich, weil es sich ja schlecht auf der vollen Gasflasche, denke ich mal, ersetzen lässt. Bis zur nächsten Gasflasche bleibt das Druckregelventil noch das alte und dann kommt es auch nochmal raus. Spätestens dann ist man auf der sicheren Seite. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter die Elektrik prüfen und dann bis gleich, würde ich mal sagen. Thank you.